Die Hühnerfeder-Wohlfühlmaschine. Sag mal, könntest du auch etwas für uns erfinden? Sagen wir, als kleines Dankeschön für die Eier, die wir dir jeden Tag schenken. Etwas erfinden? Klar, ich kann alles erfinden. Eine Hühnerfeder-Wohlfühlmaschine. Die würde uns richtig gefallen, nicht wahr? Naja, ehrlich gesagt, weiß ich schon ziemlich genau, wie man sowas hinkriegt. Wirklich? Findus Ehrenwort, ich schaff das schon. Morgen ist das Ding fertig. Also, erstmal so ein Schwungrad. So rund wie ein Ofenrohr und so dick wie eine Kaffeekanne. Und obendrauf dann Streichelfedern. Ganz viele. In der Mitte eine Kurbel zum Drehen. Und gehalten wird es von einem Ständer, damit auch bestimmt nichts wackelt. Perfekt. Also das dreht sich und streicht sanft über die Federn. Findus, pünktlich auf die Minute hast du die Erfindung gleich mitgebracht. Sag schon, ich habe vor Aufregung die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich probiere das Teil als Erste aus. Es tut mir leid. Es ist schief gegangen. Ich hab's leider nicht hingekriegt mit der Wohlfühlmaschine. Nicht hingekriegt? Sag das nochmal. Du hast uns angeschmiert? Trau nie einer Katze. Großes Schnäuzchen und nichts dahinter. Na ja, klar. Der kleine Angeber. Dem werde ich kein Wort mehr glauben, solange ich Körner picken kann. Nie im Leben. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Versprochen ist versprochen. Und was man einmal versprochen hat, das darf man niemals brechen.